ich anfangen? Ja. Du fängst an, das ist dein Kanal. Hallo und herzlich willkommen, meine Lieben. Heute mit Dennis, dem Nerd. Hey! Und wir packen zusammen die MyGeekbox aus, die neue, aktuelle vom Juni. Wir haben mal gedacht, wir machen mal eine Steigerung von meinem Auto-Unboxing zu Extreme Auto. Outdoor Unboxing in seiner Karre. Extreme. Outdoor Unboxing in Bremen am Hauptbahnhof. Also, das wird jetzt richtig spektakulär, ne? Hammer spektakulär. Ich mach jetzt die Box auf, ich bin mal gespannt. Ja, ich muss hier den Kleber mal lösen. In der Zwischenzeit kannst du mal sagen, wo wir waren kurz. Also ja, wir waren jetzt gerade gewesen auf der NipponCon in Bremen. Ist eine Manga Anime Japan Convention, die war in Bremen Figgesack, die ist dann halt einmal im Jahr. Und wir waren auch gerade beim TK Maxx gewesen im Weserpark, da ist auch noch Toys R Us gewesen und halt hier GameStop. GameStop haben wir auch, genau. Und wir haben coole Sachen gefunden, aber dazu später. Ja. So, wir machen das mal auf hier. Mal gucken, hier die Mitte. Ja. So. Wenn du willst, kannst du mal was rausgreifen. Ich kann ja mal so machen, ne? So fressen. Ja, du musst weg dann, ne? Ich fange mal an, ich greife mal irgendwas raus. Also mit Item 1. Item 1, genau. Ach, oh mein Gott. Oh mein Gott. Eine Harley Quinn Badeente. Ja, die sieht ja mal sehr geil aus. Was ist das denn? Die ist ein bisschen bescheiden. Das ist bestimmt Loot Crate mal gewesen, ne? Das kann sein, ja. Oh, weiß auch nicht. Ist okay, mal als Gag ja, so. Ja, gut. Oder Schrottwichteln zu Weihnachten kann man das ja verschenken. Genau, ne? Schrottwichteln, das sehe ich auch so. Also die ist ja noch einigermaßen witzig. Besser als die Yoda-Socken damals. Ich mag ja Harley Quinn, aber das ist ja ein bisschen doof. So, holen wir was raus zu ja. Item 2. Oh, eine Postkarte. Okay, das war jetzt... Das zählt nicht. Das war, aber hier, das ist ein, sag mal schnell. Aus Doctor Who, das ist ein... Ja, aber wie heißt er denn? Siehst du, wenn man was sagen will? Das sagt er gleich noch. So, okay, jetzt hole ich das Item 2 raus, es ist doch eine Tasse. Ui, eine Tasse ist immer wieder drin. Ne? Oha, Sherlock. Oh nein. Ich hätte es nicht gemocht, ja, aber Thomas ist ja, glaube ich, Sherlock-Fan, ne? Eine Sherlock-Tasse. Ist das drauf mit I Love Sherlock oder was? Eine Sherlock-Tasse. Also, ich habe die Serie noch nicht geguckt, aber ist nicht so. Also, so im kalten Zustand ist es einfach nur schwarz Sherlock. Ah, cool. Und wenn es heiß wird, kann man das so sehen, ja, ein bisschen, ne? Dann wird es hier blau und dann steht da nicht mehr Sherlock, sondern I Love Sherlock. Ja, ist okay, ne? Aber ist wahrscheinlich wieder nicht spülmaschinenfest, weil dann ist es nämlich wieder kaputt. Glaube ich doch, dass das irgendwie cool ist. Also die meisten Sachen gehen immer schnell kaputt. Wenn du es zu heiß mit der Spülmaschine machst, dann ist es meistens kaputt. Aber das ist eigentlich ganz coole Sache, meine Tasse wieder drin. Also wenn man nicht so viele Tassen hat, dann geht das eigentlich ja, ne? Ist ganz okay gewesen, finde ich, ne? So, dann kommen wir zu Item Nummer 3. Richtig, richtig. So, ich hab's schon hier. Was ist das? Das ist cool. Sind das auch diese Mega-Blocks? Nee, das ist auch noch was. Minimates. Das sind Diamond Select-Figuren. Ja, das sind die Minimates. Das ist ja geil. Minimates Diamond Select-Figuren. Von, die muss man jetzt mögen, aber Back to the Future, also richtig ja, cool. Ja, von Zurück in die Zukunft 1. Ist das das Board, das Hoverboard oder ist das da? Also ein alt ist das, glaube ich, so ein... Ja. Nee, das ist das alte. Ist Zurück in die Zukunft 1, ne? Das ist dann praktisch das alte Skateboard. Ist Doc auch dabei? Nee, das ist... Ach hier, wie ist denn noch Biff, ne? Biff ist dabei. Biff, das ist Marty, sogar mit Wechselkopf. Ja. Kannst du sogar Wechselkopf ist das nicht sein Vater da oben rechts? Genau, George, ne? Sein Vater ist noch dabei und wer ist der hier? Was ist der denn? Needles. Kenn ich nicht. Wahrscheinlich auch ein Bösewichter oder... Also Marty McFly, George McFly, Biff Tennant und Needles. Die sind ja irgendwie cool. Kann man machen, ne? Also ich finde es okay. Also ja. Für Zurück in die Zukunft. Das ist ganz nicht schlecht. Na gut, dann haben wir jetzt Item 4. Ja, jetzt kommen wir zu Item 4. Gespannt, was ist das? Das ist ein T-Shirt, ne? Letztes ist das T-Shirt, ne? Weiß ich nicht, glaube, da ist noch was drin. Okay, T-Shirt. Was haben wir denn hier für T-Shirt? Sind wir mal gespannt. Ich glaube, ist noch was drin, tatsächlich. Ja. Okay. Okay, die Mumie. Ja, geil. Aber das sieht irgendwie doch ganz cool aus, der Druck. Ja. Also mit Anziehen ist gerade nicht so schlecht hier. 1, 2, 3. Nein, aber ist so die Mumie im Comic-Look. Ja, ne? Und schwarz, cool, ja. Schwarzes Shirt. Also ich muss sagen, doch, es gefällt mir gut. Also, ja, also das würde ich auch anziehen. Also es ist, das war ein Motiv, das gefällt mir ganz gut. Also wir haben die Mumie ja geguckt. Ich fand die ja auf jeden Fall sehr gut. Ich habe, glaube ich, eine 7 von 10 gegeben. Du ja auch, ne? So, oder? Ja, 7 von 10. Ja, also 6,5, 7 von 10 ja, auf jeden also, Fall. Die kann man auf jeden Fall getrost empfehlen. Naja, gut. Kommen wir jetzt zu Item 5, sagt dir noch Thomas. Item Nummer 5. Und es ist ein kleines Mini-Poster. Ach, Uncharted ist das. Ein kleines Uncharted Mini-Poster. Das sind nämlich alle. Uncharted 4. Das ist alle hier. Uncharted 4, ein kleines Mini-Poster. Das ist irgendwie cool, aber wenn man das muss man natürlich mögen, sag mal. Ist aber auch fester Druck, ne? Ja, das ist auch eine Pappkarte gemacht, ne? Aber das ist ein cooler Druck. Das Ding ist, man muss immer den Platz dafür haben, ne? Aber ich finde es auch ganz okay. Also ich mache das immer gerne an meine Zimmertür. Da hängt auch schon Doctor Who und noch ein anderes Ding. Ich weiß gar nicht, was da genau hängt. Aber das sammelt sich langsam. Also für Haustüren, für Wohnungstüren, beziehungsweise
Finde ich es ganz okay. Also ist da keine Dings drin hier? Keine Loot? Doch, hier ist die Spoiler-Card. Spoiler-Card, auch, ne? Okay, das ist aber spannend auch am letzten Ende, wa? Wie heißen die denn noch? Delete. Keine Ahnung, ich gucke Dr. Who. Weißt du? Ne? Also es sind nicht die Daleks, sondern die Cybermen. Mensch, die Cybermen. Das ist der Cyberman. Es ist hier so heiß drin, es beschlägt sogar schon die Fenster. So was hatten wir jetzt. Wir hatten dieses coole Poster. Wir hatten die Sherlock-Tasse, die fand ich auch ganz cool. Ich glaube, steht da die Preise hinten drauf? Nee, ne? Nee, leider nicht. Also ich würde sagen, Druck so 4 Euro, 5 Euro. Ja. Die Tasse könnte wirklich schon so 10 Euro wert sein. Also wenn du die bei Elbenwald kaufen würdest oder so, würdest du bestimmt 10 Euro zahlen. Die Harley Quinn Badeanne habe ich auch schon mal gesehen für 10 bis 15 Euro. Die sind auch richtig teuer. Also die würde ich privat jetzt nicht kaufen. Aber könnte man ja sonst auch mal jemanden schenken, den man hasst oder keine Ahnung. Oder ein Harley Quinn Fan. Ne? Wenn er jetzt wirklich eine Hardcore Harley ist, ne, dann würde er sich wahrscheinlich auch diese Badeente holen. Und hier so ein Shirt, nettes Gimmick. Ne? Ein Shirt irgendwie, das kostet ja 10 bis 15 Euro, also nur heißen 15 also, Euro. Das Shirt ist nicht lizenziert, ja. Ne? Da würde ich 10 Euro für sagen. Ja. Und hast du hier noch diese von Diamond Select Toys? Die, ne? sind nicht billig. Die sind nicht billig. Das sind so die kleinen Minifiguren, bisschen größer als Lego. Finde ich völlig in Ordnung. Also diesmal finde ich die Box okay. Das ist nicht schlecht. Also ist abwechslungsreich, aber ist auch ganz gut eigentlich. Also das ist die letzten Magic Box, ne? Also die Lightbox habe ich ja super gehatet. Ne? Also ich hoffe mal, dass das Video schon raus ist von mir. Da habe ich auch sofort abbestellt. Aber die normale Box, muss ich sagen, ist okay. Finde ich gut. Na gut, das war's dann auch schon wieder. Wenn ihr noch nicht gemacht habt, dann lasst mir doch ein Abo da. Das kostet euch nichts und supportet mich ein bisschen. Schaut in der Endcard mal beim Nerd vorbei. Jo. Beim lieben Dennis und bei den Filmbloggern. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Gern geschehen.